Heute probiere ich das Sternburg Export. Sterni. Herzlich willkommen zum Knölsch Bierkanal. Heute gibt es ein Bier aus dem Osten, aus Leipzig heutzutage, das Sternburg Export. Dieses Bier habe ich mitgebracht bekommen vom Eike. Vielen lieben Dank, Eike. Das war sehr nett. Eike erzählt mir irgendwann von diesem Bier, dass sein Chef das sehr gerne trinkt. Und ich habe es hier noch nie gesehen. Und ich glaube, es ist auch hier nicht, also Nordrhein-Westfalen ist hier nicht gut zu bekommen. Also ich habe es, wie gesagt, noch nie gesehen. Es ist wohl ein recht bekanntes Bier. Ich kannte es noch nicht. Tut mir leid. Ich übe ja noch, ich lerne ja noch. Ich bin lernwillig. Und sein Chef hat das dann gesponsert und mir mitbringen lassen durch Eike. Und vielen lieben Dank. Sternburg. Sternburg Export kommt aus dem Osten, heutzutage in Leipzig angesiedelt und hat eine Geschichte von 200 Jahren. Es gibt seit diesem Jahr 200 Jahre. Machen wir große Festivitäten in Leipzig und war natürlich zu Zeiten der DDR ein volkseigener Betrieb. Und ja, nach der Wende ging es halt nicht ganz so gut, wie es leider oft so ging bei vielen Firmen, die aus der DDR stammten damals. Aber 92 ging es dann weiter und mittlerweile ist das Sterni, wie es da heißt, wieder ein sehr beliebtes Bier. Sie haben nicht nur Export, sie haben auch einen Pilz, sie haben alkoholfreies, sie haben eine Range von verschiedenen Sachen. Es ist ein Exportbier, das habe ich schon erklärt, was es ist. Hier steht drauf süffig, würzig und ja, die üblichen Zutaten. Brauwasser, Gersten, Malz, Hopfen, Hopfenextrakt. Hat 5,2 Volumenprozent Alkohol und ja, würde sagen, probier mal. Ne? Export ist jetzt nichts, was ich schon sehr oft hatte, muss ich zugeben. Ein Dortmunder hatte ich mal, aber noch nicht hier am Kanal. Aber ich denke, das werden wir nachholen. Export ist ja ein untergäriges Bier. Ja, schicken wir mal ein. Ne? Ordentliche Herbe schon. Es ist ganz fein. Das ist normal für Export. Es ist goldgelb. Fester Schaum. Schaum ist fast dem Pilz ein bisschen ähnlich. Das Export ist dem Pilz ähnlich, weil es untergärig ist. Allerdings aufgrund harten Wassers ist die Hopfenbittere stärker. Ich weiß nicht, wie das Wasser in Leipzig ist, ob das auch ein sehr hartes Wasser ist. Export stammt ja eigentlich aus Dortmund. Da ist das Wasser recht hart. Und entsprechend kommen die Hopfen daher. Halt mal die Nase rein. Ja, es hat schon eine starke Hopfigkeit zu spüren. Jetzt nicht, dass ich sagen könnte, es sind irgendwelche zitronigen oder fruchtigen oder sonstigen Noten, sind eher etwas grasige Noten, würde ich sagen. Aber auch eine gewisse Malzigkeit ist zu spüren. Es ist eine sehr, ja, eine süße Malzigkeit hinter dem oder neben dem Hopfen zu spüren. Wurde kurz gestört. Geht weiter. Aber ansonsten eigentlich viel mehr ist da nicht. Muss nicht sein. Es ist ein Bier, was eine hohe Drinkability haben soll. Ich bin sehr gespannt. Ich sage mal Prost. Im ersten Antrunk ist es recht süß. Eine Malzigkeit vorne auf der Zunge, die ja wirklich mit einer hohen Süße daherkommt und dann aber sich abwechselt mit einer recht, ja, doch eine bittere, die hinten auf der Zunge liegen bleibt, auch nach dem Schlucken. Entsprechend, so wie ich es eigentlich von dem Export kenne, also es hat so eine gewisse malzige Süße, aber ist es doch auch von der Hopfigkeit dann doch bitter. Es hat eine gewisse Bittere, die Zahl weiß ich jetzt nicht beim Sternburg. Heute werde ich leider ein paar Mal gestört. Nicht schlimm, ist rausgeschnitten. Okay, probier nochmal. Ja.
Bier, was man gut trinken kann. Fast wirklich. Wo auch mal zwei Flächen gehen. Ich sagte schon bei dem Video zum Export, dass es ja so das bisschen der Bier der Arbeiter ist oder war. In Dortmund zumindest. Und ich denke mal, das ist tatsächlich etwas, was gut nach der Arbeit passen könnte. Wie ist es bei euch? Das kennt ihr Sterni? Kennt ihr Sternburg? Export habt ihr schon mal gehabt? Was haltet ihr davon? Gibt es andere Exportbiere, die ich probieren muss? Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Gerne ein Abo da lassen, wenn ihr das nicht getan habt. Und dann sage ich mal bis bald und Prost.